So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, letztens sind wir durch Hessberg, durch mein Heimatdorf gewandert, haben da 7 Pokestops eingereicht. Das Ganze war am 3.11. Heute, wo ich hier stehe, ist der 14.11. Ich habe schon gesehen, da hat sich was getan. Und ich möchte jetzt noch mal die einzelnen Stops abklappern und euch den Fortschritt zeigen. Theoretisch innerhalb von 10 Tagen ist es also geprüft worden, manches wurde akzeptiert, manches wurde abgelehnt, was jetzt ein Pokestop geworden ist und was nicht, wollen wir euch zeigen. Zuallererst haben wir natürlich hier die Willkommenstafel Hessberg gehabt, die habe ich als allererstes eingereicht. Ist ja hier am Straßenrand sozusagen, da ist die Hauptstraße hinter mir am Ortseingang, aber hier ist ja Wiese überall alles, also da kann man ruhig hier abbiegen, kann sich hier hinstellen und wie ihr seht, im Wayfarer von Niantic steht dort Willkommenstafel Hessberg akzeptiert. Und weil es akzeptiert ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Pokémon erscheint. Wir gucken aber mal in Pokémon rein und da ist tatsächlich jetzt ein Pokestop. Hier war nämlich nichts und ihr seht, Willkommenstafel Hessberg seit 1168, Höhe NN 385 Meter. Warum ist das Bild jetzt weg? Auf jeden Fall habe ich den eingereicht. Was macht der denn wieder? Jetzt rennt er hier hin und her. Habe ich eingereicht, ist akzeptiert worden und ist jetzt hier als neuer Pokestop. Richtig genial. 1 von 7 hat also geklappt. Wir ziehen weiter zum nächsten und gucken, wie es damit aussieht. So, als nächstes haben wir hier natürlich die Amtstafel in Hessberg. Ich dachte, das geht vielleicht auch durch, weil das sind viele Informationen drauf, alles was die Gemeinde betrifft und den Ort, wann das nächste Backhausfest ist, wann im Kindergarten, wieder was los ist. Vielleicht wird es auch abgelehnt, weil einfach die LKWs dich hier über den Haufen fahren, selbst wenn du auf dem Bürgersteig stehst. Aber auf jeden Fall ist es hier alles interessant. Kirchgemeinde, Pfalzdorf hier, Wahlbekanntmachung, das Märchenspiel in Hessberg. Da wechselt der Inhalt natürlich immer zu, aber das sind ja alles wichtige Sachen, die sich eben mit der Kultur oder auch nicht mit der Kultur in Hessberg und allem drum und dran befassen und beschäftigen. Wie ihr hier aber seht, Amtstafel Hessberg wurde nicht akzeptiert. Komischerweise ist da sogar ein Upgrade draufgegangen. Trotzdem wurde es nicht akzeptiert. Jemand hat gesagt, ich soll einfach nochmal einreichen, vielleicht haben die einen guten Tag und wählen es dann durch. Und vor allem, ich soll ein Foto einfach komplett von vorne machen und nicht schräg. Vielleicht kommt es dann noch durch. Vielleicht sollte ich aber auch einfach akzeptieren, dass das Mist ist. Ist das Mist? Schreibt es mal in die Kommentare. Hättet ihr das durchgelassen? Hättet ihr das abgewählt? Deswegen, wenn wir ins Spiel gucken, ist hier natürlich auch nichts zu sehen. Kein Pokestop. Ist ja nicht angenommen worden. Deswegen 2 von 7 leider nicht. Momentan immer noch 1 von 7 Stück. Einer rausgefallen, aber wir ziehen weiter, denn wir haben ja noch mehr eingereicht. So, als nächstes sind wir wieder auf dem Friedhof angelangt. Ich hoffe, das ist die gleiche Reihenfolge wie beim ersten Mal. Hinter mir habt ihr nämlich die Friedhofskapelle. Ihr seht schon, oben ein Kreuz drauf. Alles richtig brutal. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und Friedhöfe sind ja eigentlich tabu. Trotzdem sieht man so oft Trauerhallen, Kapellen, irgendwas auf Friedhöfen, die dann im Pokestop sind oder eine Arena. Also habe ich gedacht, ich reich's einfach mal ein. In Hessberg sind eh nicht so viele Leute aktiv und spielen. Ich wollte nur wirklich einfach mal auch als Test haben, wenn ich was einreiche, geht das durch, geht das nicht durch, wie wird das bewertet. Ich glaube jetzt nicht, dass hier sich die Leute plötzlich rumtummeln und zocken. Und was soll ich sagen, Friedhofskapelle Hessberg wurde akzeptiert. 3.11. wie gesagt eingereicht, genutzt für Gottesdienste und Bestattungszeremonien, ist auch ein Pokestop geworden. Das sehen wir hier, wenn wir mal rübergehen ins Spiel. Der steht immer noch unten an der Amtstafel. Bruder, los! So, da seht ihr es also. Jetzt ist was gespawnt. Hier sitzt nämlich ein Alola Radfratz und ein Alola Dickter, glaube ich. Und hier ist der Stop. Friedhofskapelle Hessberg hat also funktioniert. Ist auch da. 2 von 7 erfolgreich. Einer abgelehnt bisher. Aber es geht natürlich noch weiter. Wir gucken mal auf den Rest.
So, wir sind beim nächsten Stop angekommen. Ihr wisst, letztens waren wir natürlich noch bei der Brauerei, wie ihr hier hinter mir sehen könnt. Ne? Genau jetzt hat gerade ein Auto da geparkt und sich da hingestellt. Da auf jeden Fall das alte Brauereigebäude, was natürlich nicht mehr aktiv ist, wo es früher immer das Hessberger Spezialpilz gab. Wer das noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Das habe ich auf jeden Fall auch eingereicht. Habe gesagt, wenn das eine Arena wird, das wäre richtig genial. Jetzt sehen wir mal beim Way-Fahrerprogramm. Es wurde auch akzeptiert, was schon mal richtig genial ist. Sieht ja auch richtig mächtig aus, das Foto auf jeden Fall. Und wenn wir in die App gucken, sehen wir hier einen Pokestop mit einem Kringel drum. Und das ist natürlich die Brauerei Hessberg. Ist also auch als Pokestop, jetzt ist das Bild wieder weg, ist also auch als Pokestop erschienen. Hier hinten habt ihr eine Arena in Hessberg, die habe ich letztens gar nicht gezeigt. Das ist nämlich die Kirche Hessberg. Ihr wisst ja, Kirchen sind auch immer gut. Und vielleicht zeigt das jetzt wieder an. Genau, Brauerei Hessberg also auch als Pokestop. Der dritte von 7, der akzeptiert wurde, der es ins Spiel geschafft hat. Jetzt geht es weiter mit dem Sportplatz. Da habe ich ja gleich 2 eingereicht und gucken uns das mal an. So, da sind wir angekommen am Sportlerheim am Stirnberg, könnt ihr hier hinter mir sehen, wir gucken mal da, ne? Wo sie immer drin sitzen, Bierchen trinken, das haben wir auf jeden Fall auch eingereicht und wir gucken auch gleich mal in den Wayfarer rein, Sportlerheim am Stirnberg, akzeptiert, die nächste Einreichung, die durchging, wir gucken auch mal hier in das Spiel, oh, was macht er denn jetzt wieder? Gut, in das Spiel rein, Sportlerheim am Stirnberg, seht ihr, ist auch ein Pokestop geworden. Immer wieder Treffpunkt für Jung und Alt, egal ob beim Fußball, bei der Kirmes oder der Rest ist geheim, das dürft ihr nicht sehen. Ist auf jeden Fall auch ein Kringel drum, werde ich jetzt auch nicht drehen. Bild ist da, Stop ging durch, 4 von 7 ist also am Start, das ist richtig genial. Wir können euch aber gleich noch was zeigen, denn hinter mir in die Richtung ist ja der Fußballplatz. Obwohl, da laufe ich noch kurz hin. So, hier angekommen. Hinter mir seht ihr schon ein Tor. Ne? Könnt ihr mal mit dem Ball dagegen schießen. Hier auf der Seite natürlich auch. Und die Sonne scheint heute. Ist eigentlich ein richtig guter Tag. Sportplatz Hessberg im Wayfarer steht auch da. Akzeptiert. Da habe ich aber das Problem, wenn ich ins Spiel reingucke, ist hier nichts. Na gut, da ist sowieso nichts. Da ist nämlich schon wieder sonst wo. Entweder ist das zu nah am Sportlerheim dran, weil das Sportlerheim hier ist. Ich habe den aber, glaube ich, ein Stück darüber gesetzt, Richtung des Weges, weil das geht ja von hier wirklich bis dahinter. Da hinten ist der Eselsbrunnen, den haben wir euch auch das letzte Mal gezeigt. Und der Stop müsste jetzt ungefähr ein Stück weiter hinter dem Smogon sein. Da ist jetzt nichts, obwohl es akzeptiert wurde. Entweder dauert das noch ein paar Tage, denn gestern Abend, als ich geguckt habe, stand noch nicht akzeptiert dort. Jetzt steht akzeptiert dort. Kann also sein, dass da in den nächsten Tagen noch was auftaucht. Oder dass es nur bei Ingress übernommen wurde und nicht bei Pokémon als Stop erscheint. Das weiß ich nicht, das müssen wir im Auge behalten. Ist aber trotzdem akzeptiert, zählt also als 6 von 7 von akzeptierten Wayspots. Und 5 von 7, die bisher auch in Pokémon erschienen sind. Wir haben aber noch einen übrig und das ist das Beste und der besonderste an der ganzen Sendung. Das verspreche ich euch jetzt schon. Wir sehen uns also gleich an der Finkenmühle. So, und wer ganz genau aufgepasst hat im letzten Video, beziehungsweise als wir unterwegs waren und haben die Stops eingereicht, der weiß, was noch fehlt. Hinter mir könnt ihr es schon erkennen, da steht ein kleines Schild mitten an der Werra. Wir gucken jetzt mal ins Wayfarer-Programm. Wir schauen noch mal ganz kurz im Countdown sozusagen auf die Stops, die 7 Stops, die wir eingereicht haben, bis wir dann finally zum Schild kommen. Willkommenstafel Hessberg ist akzeptiert worden, wie gesagt, ist ins Spiel gekommen. Amtstafel Hessberg ist nicht akzeptiert, ist nicht im Spiel. Friedhofskapelle Hessberg ist akzeptiert, ist im Spiel als Stop erschienen. Brauerei Hessberg wurde akzeptiert und befindet sich im Spiel. Sportlerheim am Stirnberg ist auch akzeptiert, befindet sich im Spiel. Sportplatz Hessberg wurde akzeptiert, befindet sich noch nicht im Spiel. Entweder kommen das die Tage noch oder es ist nur in Ingress hinzugefügt worden. Und jetzt der letzte und beste Stop, Infotafel, Durchgang, Finkenmühle, den ihr hier hinter mir seht, wurde auch akzeptiert, sprich 6 von 7 Stops wurden akzeptiert.
Und das Besondere bei dem hier ist, ihr werdet es nicht glauben, er kam ins Spiel und ist direkt eine Arena geworden. Ihr seht hier, die Arena ist weiß, da saß noch keiner drin. Ich werde der erste Mensch der Welt sein, der sich in diese Arena setzt. Infotafel, Durchgang Finkenmühle, Herstellung der biologischen Durchgängigkeit im Bereich des Veres oder so ähnlich. Was macht der denn schon wieder? Wieso rennt er denn jetzt hier hoch auf die Straße, Bruder? Wir bewegen uns noch ein Stück. Ah, wir stehen auf dem Fuhrweg. Jetzt sind wir wieder hier. Wir setzen uns jetzt in die Arena mit dem Letter King, damit ich das nicht immer beim Kampf dabei habe. Die Arena ist zu weit weg. Mann, jetzt steht er schon wieder hier vorne. Das GPS spinnt wieder. Richtig genial. Das ist auch ein bisschen abgelegen hier hinten. Aber das Gute ist, für den Sommer weiß ich jetzt schon, dass ich hier öfters wahrscheinlich mit dem ISPO wieder rumhängen werde. Wir starten das Spiel noch mal kurz neu. So lange kann ich ja hier noch was zu sagen. Im Sommer war es nämlich so oft, dass der ISPO gesagt hat, komm Ramses, wir setzen uns hier hinter in die Werra. Sind wir immer hier runtergeklettert, haben uns hier unten auf die Steine gesetzt, die Füße ins Wasser gehangen, Bierchen auf, da rumgelungert, reingelegt, nass gemacht. Das war so genial, immer eine Abkühlung zu haben. Die Fische sind uns zwischen die Beine lang geschwommen, Spaziergänger sind hier vorbeigelaufen, haben gegrüßt. Das ist auf jeden Fall für den Sommer so eine geniale Location, auch zum Abkühlen. Und jetzt, wenn ihr hier sitzt und chillt, in der Wiese, Picknick, abkühlen, Bierchen, habt ihr noch eine Arena hier an so einem richtig genialen Spot in der Natur. Was kann es Besseres geben? So, leider habe ich die ganze Zeit geredet und durch den Anruf ist wahrscheinlich die Aufnahme gestoppt. Ich habe mich jetzt mittlerweile in die Arena gesetzt. Ihr seht das hier, Infotafel, Durchgang Finkenmühle, gelbe Arena. Der erste, der drin sitzt, die können wir jetzt auch mal drehen. Richtig genial. Da sitzt das dicke Letter King, liegt auf der Seite. Und der Extreme hat mir erklärt, dadurch, dass hier vorne das, die Willkommenstafel Hessberg ist und die beide in derselben Zelle sind, wurde das eben schon direkt eine Arena, weil bei zwei Stops in einer Zelle wird dann einer so und der andere nicht. Ihr kennt euch da ja sicherlich aus. Trotzdem rennt das Männchen immer zu weg, aber ist egal. Im Sommer werde ich hier sicherlich mit dem ISPO wieder chillen, wie gesagt. Jetzt haben wir eine Arena hier auch noch, da können wir auch mal einen Raid machen nebenbei. Bierchen trinken, richtig genial. 6 von 7 Stops angenommen, hätte ich nicht mitgerechnet, plus eine Arena, richtig genial. Macht ihr auch immer sowas, testet auch mal, wenn ihr euch mal ein Gebiet sucht, wo nichts ist und tut random einfach mal 7 Sachen einreichen, wie viele davon durchgehen und wie viele letztendlich wirklich bei Pokémon dabei sind. Mir hat es Spaß gemacht, ich werde mal gucken, mit dem Fischi habe ich schon gesagt, werden wir vielleicht in Weidersroder mal eine Tour machen, da mal ein paar Sachen einreichen, das Schloss und Spielplatz, Fußballplatz, irgendwie so Sachen halt, weil da auch relativ wenig ist. Das ist vielleicht genial, vielleicht machen wir da auch wieder ein Video, das war es aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin wieder, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.